Morgen tagt bekanntlich die EZB und wird uns dann wieder ein wunderbares Sitzungsergebnis und eine noch wunderbarere Pressekonferenz von Frau Lagarde präsentieren. Es wird da natürlich viel um die Inflation gehen, die man natürlich unbedingt bekämpft. Angeblich, nein, die man natürlich nicht bekämpft, denn es geht der EZB gar nicht mehr um die Bekämpfung der Inflation. Da ist inzwischen etwas völlig anderes am Start bei der Europäischen Notenbank und ich will die Systematik, die Probleme, die sich mit diesem neuen Mandat, das sich die EZB selbst gegeben hat, verbunden sind, denn das bedeutet nichts anderes, als dass wir faktisch alle verloren sind im Kampf gegen die Inflation, wenn wir eine Notenbank haben, die sich nicht wirklich für die Preiswertstabilität interessiert, die ja eigentlich ihr oberstes Mandat ist. Schauen wir uns die Dinge mal an. Ist Deutschland gefangen in der EZB-Falle? Sind wir aufgrund der hohen Inflation mehr oder weniger ausgeliefert einer Notenbank, der es nicht um die Bekämpfung der Inflation geht? Ich bin auf diese Idee gekommen durch Rich Kleinbauer, kein Deutscher, der darauf hingewiesen hat, dass die heutigen oder heute veröffentlichten Großhandelspreise in Deutschland so hoch ausgefallen sind wie noch nie. Diese Daten gibt es seit dem Jahr 1962, wird ermittelt, also wie die Kosten im Großhandel sich darstellen. Und dann schrieb Rich Kleinbauer, das ist ein 60-Jahres-Hoch und Deutschland ist gefangen im System der EZB und kann nicht raus und kann nichts ändern. Denn wir sind als Deutsche zwar repräsentiert in dieser EZB, aber absolut in der Minderheit aufgrund der Struktur. Dementsprechend können wir diese EZB-Politik nicht wirklich steuern oder auch nur entferntest wirklich nachhaltig und entscheidend beeinflussen. Das war schon das Problem von Jens Weidmann und das ist auch das Problem seines Nachfolgers Nagel. Dementsprechend wollen wir uns die Lage mal noch genauer anschauen. Wir hatten im April, soweit sind wir noch nicht, jetzt die Daten gesehen am 1. April aus dem März zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone 7,5%. In Deutschland hatten wir jetzt nach den neuesten Daten sogar noch einen Schnaps obendrauf. Wir sehen, wie diese Inflation nach oben schießt. Was aber macht die EZB? Was macht die EZB-Chefin Lagarde? Die hat am Sonntag Bloomberg eine Aussage übermittelt und man könnte ja erwarten, da ist man sehr, sehr besorgt über die Inflation. Die Dinge geraten da außer Kontrolle. Man verliert dann vielleicht auch als Notenbank die Kontrolle. Also sagt man, Mensch, wir wollen die Inflation nach unten bekommen. Nein, es hat etwas völlig anderes im Vordergrund gestanden, nämlich Frau Lagarde zeigte sich besorgt über den Anstieg der Staatsanleihenrenditen, die ja bekanntlich die Verschuldung teurer machen, jener Verschuldung, die ja eigentlich durch die Inflation schon faktisch abgebaut wird. Aber ihr geht es um die Anleiherenditen, da hat sie gesagt, ja, wir werden da ein Tool entwickeln, ein Instrument entwickeln, womit wir dann vielleicht wieder Anleihen kaufen können, um die Renditen zu drücken. Die EZB tritt dann als Nachfrager dieser Anleihen auf. Wenn da ein so großer Nachfrager ist, dann drückt das die Renditen. Sie hat also nicht wie Mario Draghi im Jahr 2012 gesagt, wir werden alles tun, etwa um den Euro zu erhalten. So hat es Mario Draghi 2012 gesagt. Jetzt sagt Lagarde nicht, wir werden alles tun, um die Inflation zu bekämpfen. Nein, sondern sie sagt, wir werden alles tun, um den Anstieg der Anleihenrenditen zu bekämpfen. Mithin sagt sie also, wir werden nichts tun, beziehungsweise sagt nichts zur eigentlichen Krankheit, nämlich der Inflation, wohl aber zum Symptom, nämlich der steigenden Renditen. Die will sie bekämpfen. Sie will also als Ärztin, könnte man sagen, das Symptom angehen, aber nicht die Krankheit. Warum steigen die Renditen? Ganz klar, die Anleger, die Investoren, die brauchen einen Ausgleich für diese Inflation. Und bei diesen nach wie vor sehr niedrigen Anleiherenditen ist dieser Ausgleich ja überhaupt nicht gegeben. Also wir sehen hier ganz klar, was im Vordergrund steht. Es geht um die Anleiherenditen. Es geht damit um die Finanzierung der Euro-Staaten und es geht vor allem um die Finanzierung jener Staaten, die hoch verschuldet sind und eine schwächelnde Wirtschaft haben. Es geht mit einem Wort um die europäische Südperipherie, um Italien, auch um Frankreich, das ja das verschuldetste Land der ganzen Eurozone ist. Wenn man mal Haushalte, Firmen und die Staatsverschuldung zusammenrechnet, es geht ein bisschen auch um Spanien, aber es geht zu wenig um die Inflation. Dementsprechend sehen wir, dass eigentlich das Mandat ja der EZB, das höchste Mandat ist die Preisniveaustabilität. Hier sehen wir
wie dann sozusagen konstruiert ist, aufgrund der verschiedenen Notenbanken in den einzelnen Ländern der Eurozone, wie die Informationen gesammelt werden. Aber ganz oben steht eigentlich Preisniveau Stabilität. Und das macht ja durchaus Sinn, denn Preisstabilität ist etwas, was Sicherheit vermittelt, Kalkulierbarkeit vermittelt. Und jetzt ist es allerdings so, dass die EZB sich ein heimliches Mandat gegeben hat. Nicht nur sagt sie, naja, hier mit diesem 2% Inflationsziel, das sehen wir mal ein bisschen lockerer, sondern sie ist jetzt auch massiv natürlich engagiert in der Klimapolitik, bestraft Banken, die etwa Kredite an Unternehmen geben, die fossile Energien fördern. Die bekommen dann praktisch schlechtere Konditionen am Markt, weil die EZB ihnen einen Makelstempel aufdrückt, könnte man sagen. Dazu ist sie eben vorrangig offenkundig an der Finanzierung der Eurozone interessiert. Und dieses heimliche Mandat, das sie jetzt hat, hat sie uns aber nicht wirklich kommuniziert. Das mit der Klimapolitik schon, mit der Ausrede, naja, es geht ja hier um Finanzstabilität, um Finanzrisiken und Klimawandel würde dann ja auch Preisrisiken nach sich ziehen. Na gut, da könnte ich auch sagen, naja, es geht, da kann ich jedes Argument ranführen, warum ich jetzt irgendwie wegen der Finanzstabilität etwas tun muss. Das ist natürlich weit hergeholt und zeigt, wie das Mandat der EZB immer mehr erweitert wird, wie immer weiter sie ausgreift. Und hier ist vielleicht ein entscheidender Punkt, warum das Ganze so problematisch ist. Der Euro sollte eigentlich eine stabile Währung werden und die EZB ist 1998 eigentlich nach dem Modell der Deutschen Bundesbank gestaltet worden. Die Franzosen haben einmal gesagt, die Bundesbank und die D-Mark, das ist die Atombombe der Deutschen, denn die Bundesbank hat faktisch die gesamte Geldpolitik Westeuropas bestimmt damals. Und dieses Modell sah vor, dass die EZB und ihre formale Unabhängigkeit sogar noch stärker abgesichert ist als die der Deutschen Bundesbank damals. Die EZB ist nämlich laut Artikel 127 des Vertrages über die Europäische Union an das Ziel gebunden, die Preisstabilität zu gewährleisten. Zitat, parallel hat sie auch die Pflicht zur Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik. Und dann heißt es in Artikel 130, dass weder die Europäische Zentralbank noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorganisation Organe, Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen darf. Und jetzt kommt der nächste Satz, der das ganze Dilemma eigentlich schon auf den Punkt bringt. Die Mitglieder des Direktoriums der EZB werden einstimmig von den Staats- und Regierungschefs der Euroländer bestimmt. Also die sollen sozusagen von denen keine Weisungen entgegennehmen, von denen, die sie ernannt haben. Klar, das muss ja irgendwie auch demokratisch abgesichert sein, denn die EZB hat ja mit Demokratie nur sehr indirekt etwas zu tun. Denn es sind, wie wir hier sehen, die Staats- und Regierungschefs der Euroländer, die sozusagen hier diese Mitglieder der EZB, die entscheidungsbefugten Mitglieder der EZB ernennen. Unten sehen wir die beileibe nicht sehr schöne Bundesbank bzw. das Gebäude der Bundesbank. Da ist faktisch der EZB-Tower durchaus besser gelungen, aber das ist wahrscheinlich das Einzige, was besser gelungen ist bei der EZB im Vergleich zur Bundesbank. Ottmar Issing, ehemaliger Bundesbanker und dann auch Chefvolkswirt der EZB gewesen, hat gesagt, es gibt fast unzählige Studien, die belegen, dass zwischen dem Grad der Unabhängigkeit der jeweiligen Notenbank und der Stabilität des Geldes ein Zusammenhang besteht. Das ist wirklich in verschiedenen Studien nachgewiesen. Je unabhängiger die Notenbank, desto höher der Grad der Geldwertstabilität und umgekehrt. Jetzt haben wir eine massive Inflation derzeit und man könnte auf den Gedanken kommen, ja, vielleicht ist die Notenbank ja gar nicht so unabhängig. Ich erinnere nochmal an den Satz von Jacques Delors, ehemaliger EU-Kommissionspräsident, der gesagt hat, sie wissen, nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle Deutschen glauben an die Deutsche Bundesbank. Und das war insofern der Fall, als eben diese D-Mark wirklich sehr stabil war. Man hat hier wirklich auch seitens der Bundesbank Entscheidungen getroffen, die der Politik nicht gepasst haben, der Wirtschaft nicht gepasst haben, eben mit dem Ziel der Preisstabilität. Und das hat sozusagen die Härte der D-Mark auch ausgemacht, lange Jahre. Ich wünsche mir die D-Mark nicht zurück, aber ich glaube, dass auf der anderen Seite die EZB inzwischen eine Institution ist, die aufgrund der Entwicklungen, die wir jetzt gesehen haben, kaum mehr reformierbar ist, die faktisch ihrem Mandat
nicht nur nicht erfüllt, sondern eine Mandatsausweitung inzwischen sich selbst ermächtigt hat, indem sie zum Beispiel aktiv Klimapolitik beschreibt über die Kontrolle der wichtigsten Banken in der Eurozone. Jetzt sehen wir hier mal heute, gerade heute ist einen Tag vor der EZB-Sitzung jetzt die Inflationserwartung in Deutschland auf den höchsten Stand gestiegen, seit es diesen Markt gibt, an dem Inflationserwartungen gehandelt werden, über 2,9%. Ja gut, das ist für die nächsten 10 Jahre, die sogenannten 10-Year Inflation Expectations. Derzeit sind wir bei knapp 8, also da müsste schon was passieren, dass die Inflation wieder sinkt, damit diese auf einen neuen Rekord gestiegenen Inflationserwartungen einigermaßen irgendwie auch Sinn machen. Und gleichzeitig hat sich die Bilanzsumme der EZB jetzt auf ein neues Allzeithoch begeben mit 8,75 Billionen Euro. Das ist ein neuer Rekord. Es ist klar, 83% des BIPs der Eurozone entspricht diese Summe. Die Fed hat mit ihrer Bilanzsumme nur 37% und unser uneingeholtes Vorbild Japan hat sogar 136%. Also es gibt noch einen, der es noch schlimmer treibt als die EZB, das ist die Bank of Japan, die nicht nur Staatsanleihen kauft, sondern auch Aktien-ETFs kauft etc. Aber eins ist entscheidend, meine Damen und Herren, die Eurozone verschuldet sich immer weiter, das hat man vor allem während der Corona-Krise gemacht und es ist so, dass diese Neuverschuldung der Euro-Länder etwa dem entspricht, was die EZB an Anleihen kauft. Man könnte also sagen, dass praktisch die EZB die komplette Neuverschuldung der Eurozone absorbiert durch ihre Käufe. Wo wären denn die Renditen der Staatsanleihen, wenn das nicht der Fall wäre? Genau davor hat Lagarde ja große Angst. Deswegen kauft die EZB weiter und schürt damit natürlich diese Inflation noch weiter, indem sie weiter Liquidität ins System kippt. Sie kippt praktisch Benzin in ein brennendes Haus und die Folgen sind relativ klar, aber sie interessiert sich eben nicht für die Löschung des Brandes, nämlich die Löschung der Inflation oder die Bekämpfung der Inflation, sondern sie interessiert sich nur für die Finanzierung der Schulden der einzelnen Eurozonenländer. Nun ist es so, dass manche sagen, naja, was kann die EZB denn machen? Wir haben Lieferengpässe, Materialmangel etc., steigende Rohstoffpreise. Du kannst auf jeden Fall mental schon etwas machen, indem du sagst, ja, wir bekämpfen die Inflation. Die Fed macht das gerade vor. Wir bekämpfen die Inflation etwa durch Bilanzreduzierung oder durch Zinsanhebungen. Und damit senkst du schon mal die Inflationserwartungen, damit stärkst du auch deine eigene Währung, was wiederum dann bedeutet, wenn etwa Euro-Länder Rohstoffe kaufen, die in Dollar notiert sind, sich inflationsmindernd wiederum auswirken würde. Es ist auf jeden Fall ein psychologischer Schritt in einer Situation, in der man nur zwischen Pest und Cholera wählen kann. Die Fed, die amerikanische Notenbank, hat Cholera gewählt, im Wissen, dass das Nachteile hat. Die EZB sagt sich, oh, wenn wir Pest und Cholera haben können, dann nehmen wir am besten doch beides, indem man nämlich faktisch jetzt die Inflation weiter laufen lässt. Auf der anderen Seite sorgt diese Inflation so oder so für eine Rezession, weil die Konsumenten nicht mehr so viel konsumieren können, weil sie permanent an Kaufkraft verlieren. Also das ist das große Problem, die große Tragik, die ich hier sehe. Und jetzt kommt noch etwas anderes hinzu. Es geht nämlich auch um die Kapitalanteile an der Europäischen Zentralbank. Da ist Deutschland die Nummer 1 mit 27%, dann kommt Frankreich mit 20% und dann Italien, Spanien und andere kleinere Länder, wie wir hier sehen. Jetzt ist es aber so, wie schaut es denn da mit den Entscheidungen aus? Denn es ist so, jedes EU-Land gibt Geld auch an die EZB und diese Summe dieses Geldes, die richtet sich nach der Bevölkerungszahl plus Wirtschaftsleistung. Dementsprechend Deutschland, Bevölkerungszahl, größtes Land Europas plus größte Wirtschaftsleistung als viertgrößte Wirtschaft der Welt. Dementsprechend ist es nun so, aber in den Entscheidungsprozessen gibt es ein Direktorium, da sind 6 Personen dabei, die sind dauerhaft stimmberechtigt. Dann gibt es noch eine Gruppe von 4 rotierenden Stimmrechten, da ist Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und die Niederlande drin. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe mit 11 Ländern mit rotierenden Stimmrechten, da sind sehr, sehr kleine Länder drin. Aber Fakt ist, dass sozusagen zählt, jede Stimme zählt. Und es ist dann so, dass eben das mit Abstand größte Land, Deutschland, regelmäßig überstimmt werden kann durch eben die Südländer der Eurozone. Und genau das passiert ja auch ständig, weswegen sich
weder Weidmann noch Nagel wirklich durchsetzen können. Aber es heißt ja immer normalerweise, wer zahlt, schafft an. Hier heißt es, wer zahlt, schafft nicht an, trägt aber das Risiko. Denn wenn zum Beispiel die EZB, die ja auch Unternehmensanleihen gekauft hat, wenn diese Unternehmensanleihen ausfallen, dann tragen die Mitglieder der EZB, die Mitgliedsländer, entsprechend ihres Kapitalanteils die entsprechenden Kosten. Mit ihnen haben wir also eine Situation, dass Deutschland extrem geringe Mitspracherechte hat, auf der anderen Seite aber die größte Haftung hat, und das passt irgendwie nicht zusammen aus meiner Sicht. Ich will nicht, dass Deutschland die EZB komplett dominiert, aber es müsste eigentlich das Gewicht Deutschlands hier zumindest ansatzweise wiedergespiegelt werden, wenn man schon dafür zahlt. Hier sehen wir dann nochmal die Tagezahlten, etwa der Bundesbank, sehr komplexes System mit diesen Tagezahlten. Faktisch ist das so, dass diese Targetzahlen der Deutschen Bundesbank, die Targetforderungen, das Target Plus sozusagen, das durch den Export der deutschen Waren entsteht, und im Export sind wir bekanntlich ja sehr, sehr stark auf einem Allzeithoch ist. Und wenn jetzt zum Beispiel Italien sagen würde, wir haben jetzt keine Lust mehr, wir steigen aus, dann hatte zwar Draghi gesagt, der Vorgänger von Lagarde, ja, dann müsste Italien theoretisch eben sein Minus auf den Tagezahlten ausgleichen, aber dass das möglich ist, das ist praktisch ausgeschlossen. Und hier schauen wir etwa mal die Tagezahlten an. Deutschland jetzt mit einem Plus von über einer Billion, das entspricht knapp einem Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung Deutschlands in einem Jahr, das deutsche BIP um und bei 3,8 Billionen Euro. Und alleine die Italiener sind hier in der Kreide mit gut 500 Milliarden, also würde Italien ausfallen, dann säßen wir auf einem Verlust von 500 Milliarden Euronen. Und dass das Ganze schief gehen kann, erleben wir derzeit in Japan. Hier versucht ja die japanische Notenbank weiter diese ultralaxe Geldpolitik zu betreiben, versucht ein Yield Curve Control zu machen, kauft Staatsanleihen, kauft alles auf, was nicht auf den Baum kommt. Und hier sehen wir mal die Folgen für die Währung, vielleicht eine Blaupause auch für den Euro. Der Yen wertet immer weiter ab, etwa zum Dollar. Der Dollar jetzt zum Yen über 125, das ist der höchste Stand seit vielen Jahren. Dementsprechend sehen wir, wo das hinführt. Und in den USA haben wir etwa heute die Erzeugerpreise gesehen, die deutlich höher waren wieder als erwartet. Es ist in der Eurozone noch krasser, auch in Deutschland noch krasser. Diese Inflationsvorboten durch die Erzeugerpreise, also durch die Kosten, die die Unternehmen haben, werden an die Konsumenten weitergegeben werden müssen. Es geht gar nicht anders, sonst verzichten die Unternehmen auf Marge. Manche werden das vielleicht gar nicht überleben. Und vor allem, was da der Fall ist für den Anstieg der Erzeugerpreise, ist, dass die Unternehmen wissen, hey, die Inflation schießt durch die Decke, also hortet man Güter. Dadurch werden diese Güter teurer. Das ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Jetzt hat die Dr. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der EZB, der Commerzbank, sehr kluge Sachen heute gesagt. Nämlich, die 70er Jahre lehren, wie gefährlich es ist, wenn sich Zentralbanken nicht auf die Wahrung der Preisstabilität konzentrieren, sondern sich von den Regierungen für deren Ziele einspannen lassen. Insofern ist es bedenklich, dass die EZB besonders auf die südlichen Mitgliedsländer schielt, die sich niedrige Zinsen wünschen, um ihre hohen Schulden leichter bedienen zu können. Diese sogenannte fiskalische Dominanz lässt für die kommenden Jahre eine anhaltend hohe Inflation befürchten, weswegen ich sage, diese Institution ist nicht reformierbar. Deswegen müssen wir sie abschaffen und in irgendeiner Form alles dafür tun, dass, wenn es überhaupt noch möglich ist, das eigentliche Mandat der EZB wiederhergestellt wird, nämlich Preisstabilität, weil sonst, das haben wir schon oft gesehen, in Ländern, in denen die Inflation aus dem Ruder läuft, die Gesellschaft erodiert. Da sind die Dinge dann am Start, die wir uns alle nicht wünschen wollen. Und ich habe ja hier den Slogan ein Stück weit mitentwickelt, schafft die EZB ab. Das angelehnt an Cato den Älteren, der nach jeder Rede sagt, Carthaginem delendam esse. Karthago muss jetzt zerstört werden, der große Konkurrent von Rom. Jetzt hier mal eine Übersetzung, die ein Freund für mich gefertigt hat, nämlich von dissolvere, auflösen. Argentarium, das ist eine Bank im Sinne eines Geldinstitutes, und das Ganze in einer Gerundiumkonstruktion, dann würde es heißen Ceterum censeo Argentarium Europae Centralis dissolvendam esse. Das wäre also jetzt mein neuer Leitsatz, gell? Also für die, die im Latein ein bisschen fit sind. Im Übrigen meine ich die Europäische Zentralbank
sollte aufgelöst werden. Ein Apologet dieser Europäischen Zentralbank, der jahrelang gesagt hat, und die Inflation, die ist überhaupt kein Problem, das hat man noch im Januar 2022 gesagt, unvorstellbar, nämlich Marcello Fraccerino, der erlebt gerade seinen persönlichen Inflationsschock. Und ein Kollege von mir hat einen wunderbaren Artikel geschrieben mit dem Titel Marcel Fratscher und sein persönlicher Inflationsschock, darin ein Satz etwa als Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, also der spricht gewissermaßen im Namen Deutschland, kommt Fratscher mit der wissenschaftlichen Bugwelle eines Ozeanriesen daher, dabei sitzt er in einem Schlauchboot. Das beschreibt all das, was Marcello Fraccerino sagt und wissenschaftlich wirklich leistet. Und dann noch ein anderer Artikel, den ich empfehlen möchte. China, Corona-Lockdown in Peking, liegen jetzt die Nerven blank. Aussagen eines Insiders aus Shanghai, der die Entwicklung beobachtet. Also zwei Artikel, die ich Ihnen anempfehlen möchte. Marcello Fraccerino, der in einem Schlauchboot sitzt. Erster Artikel, zweiter Artikel über das, was da in China erodiert durch diese Lockdown-Maßnahmen. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und ciao.